Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Lore Video. Wir haben ja im Destiny Universum schon einige Charaktere getroffen, doch niemand ist so wie der Drifter oder wie wir ihn auf Deutsch nennen, der Vagabund. Dieser Hüter hat schon so viel erlebt und gesehen, dass ein einziges Video gar nicht ausreicht, um alles im Detail über ihn zu erzählen. Er ist kein Freund vom Licht, aber auch kein Freund der Dunkelheit. Schon kurz nachdem er zu einem Hüter wurde, sagte er, dass das Licht kein Geschenk ist. Denn es nimmt dir alles und lässt dich vergessen. Nicht nur deine Erinnerungen, sondern auch, wie man lebt. Er ist der Meinung, dass Commander Zavala den falschen Weg verfolgt, weil er so eifrig versucht, die letzte Stadt zu beschützen. Das ist seiner Meinung nach aber ein Fehler, denn das Ende wird kommen. Verhindern kann man es nicht. Deshalb sollten wir die Zeit nutzen, um uns darauf vorzubereiten. Er selbst versucht das schon eine ganze Zeit lang und hat sich dadurch auch sehr intensiv mit der Dunkelheit beschäftigt. Sogar so sehr, dass ihn Erdis in der Season der Ankunft um Hilfe bittet. Aber zu diesem Punkt kommen wir erst in einem weiteren Video. Dieses Video hier wird mein erstes über den Vagabunden. Zwei weitere Videos sind schon fertig und folgen in der kommenden Woche. Das zweite kommt am Mittwoch online und das dritte am Samstag. Somit kann ich nur sagen, es gab nie eine bessere Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Vorgeschichte eines Mannes ohne Namen. Im dunklen Zeitalter, lange bevor es die letzte Stadt unter den Reisenden gab, belebten die ersten Geister ihre Auserwählten wieder. Damals wurden diese toten Menschen, Exos oder Erwachte, die mit dem Licht wieder ins Leben zurückgeholt wurden, Erhobene genannt. Heute sagt man Hüter zu uns. Viele der ersten Hüter setzten ihre Kräfte für böse Taten ein. Sie waren die Kriegsherren dieser Zeit und wurden auch so genannt. Natürlich gab es aber auch Hüter, die ihre Kräfte für das Gute einsetzten. Und diese nannten sich Eiserne Lords. Diese Eisernen Lords versuchten, die Kriegsherren zu beseitigen. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, gegen andere zu kämpfen, die auch das Licht des Reisenden in sich tragen. Die Geschichte des Vagabunden beginnt auf der Erde. Ein kleiner Geist suchte seinen Auserwählten und fand ihn gleich neben einem Schlachtfeld, auf dem sich Kriegsherren mit den Eisernen Lords bekämpften. Als er ihn zurück ins Leben holte, rief er ihn sofort zu, dass er nach Westen laufen muss, dort wo man Lichter sieht, denn dort sind Freunde, die ihnen helfen werden. Doch der Mann lief nach Osten in die Dunkelheit, wo er von einer großen Maschine zerquetscht wurde. Nachdem sein Geist ihn wieder zurückholte, sah der Vagabund diese Maschine, die ihn getötet hatte, neben ihm liegen und im Cockpit einen Piloten mit einem Loch im Visier, das genauso groß war wie dieser kleine Geist, der ihn verfolgte. »Was zum Teufel bist du eigentlich?«, fragte er seinen Geist. »Ist das das Leben nach dem Tod?« »Sozusagen«, erwiderte die Drohne und nickte erneut in Richtung der Lichter, westlich von ihnen. Doch der Mann rannte wieder in die andere Richtung. Sein Geist beobachtete, wie er das hohe Gras zertrat und verschwand. Und Tage später fand er ihn erneut tot am Boden liegen. Ihr merkt hier schon, dass der Vagabund niemand ist, der den normalen Weg geht. Er ist jemand, den es immer wichtig war, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall kam es so dazu, dass sie gemeinsam im Osten ein kleines Dorf entdeckten, das von den Einheimischen Eaton genannt wurde. Der Vagabund wollte aber nicht, dass die Leute mitbekommen, dass er ein Hüter war. Deshalb musste sich sein Geist verstecken und das außerhalb des Dorfes. Im Laufe der Zeit wurde dieser Ort und seine Bewohner ein Platz, wo er sich wohlfühlte. Doch Nahrung war knapp, die Menschen hungerten und die Jäger konnten keine Beute nach Hause holen. Also nutzte der Vagabund hin und wieder sein Licht, um Gutes zu tun. Dabei wollte er aber nie im Vordergrund stehen. Er lockte Beute an, die Jäger dann gefangen haben und in Eaton, also in diesem Dorf, als Helden gefeiert wurden. Leider jedoch gab es in dieser Umgebung fast keine Beute mehr und es wurde immer schwieriger. Eines Tages kam eine Gruppe der Eisernen Lords nach Eaton. Sie wurden von Lord Dreeden angeführt und er machte den Bewohnern ein verlockendes Angebot. Wenn sie das Dorf als Lockmittel nutzen dürfen, um die Kriegsherren hierher zu bringen, werden sie sie mit reichlich Nahrung versorgen. So lukrativ dieser Deal im ersten Augenblick für die Bewohner auch war, war es genauso abgrundtief falsch. Denn was, wenn diese Situation hier eskaliert? Gegen Hüter haben Menschen keine Chance. Das Verlangen nach Essen und Nahrung der Menschen hier führte aber dazu, dass sie einwilligten. Eigentlich missachtete diese Abmachung alles, wofür die Eisernen Lords einstehen. Denn einer ihrer Grundprinzipien ist, dass sie Menschen helfen wollen. Sie in Gefahr zu bringen, ist in Wirklichkeit keine Option.
Das wusste auch einer der Dorfbewohner, der sich weigerte, noch länger in Eden zu leben. Schon nach ein paar Tagen konnte er mit dem Druck nicht umgehen, dass jeden Moment die Bösen auftauchen könnten. Also packte er seinen Rucksack und ging fort. Der Geist vom Vagabunden folgte ihm unauffällig, damit er es sicher über die Berge schafft. Aber ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit machte die ganze Situation schlimmer. Die Kriegsherren befanden sich auf diesen Bergen und einer von ihnen sah den Geist für einen Moment. So wurden sie auf den Ausreißer aufmerksam, der das Dorf verlassen wollte. Sie packten ihn und bemerkten, dass er selbst kein Hüter war, aber da sie einen Geist gesehen haben, muss sich auch ein Hüter hier irgendwo befinden. Also nahmen sie den Mann als Geisel und stürmten das Dorf. Sie rasten mit ihren Sparrows vor die Dorftore und versammelten alle Bewohner auf den Hauptplatz. Jeder Bewohner hatte die Hoffnung, dass die Eisernen Lord sie gleich retten würden. Die Kriegsherren wollten wissen, wo die Hüter sind. Es muss mindestens ein Hüter hier sein. Sie haben nämlich auch einen Geist gesehen. In diesem Moment hätte der Vagabund vielleicht sogar das ganze Dorf retten können, doch er entschied sich, nichts zu sagen. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Kriegsherren löschten Eden komplett aus. Frauen, Kinder, nichts und niemanden haben sie verschont. Die eisernen Lords eilten zu Hilfe, doch es war zu spät. Anscheinend störte das Lord Drieden nicht, den Anführer dieser Gruppe der Eisernen Lords, denn ihm gelang es, die Kriegsherren und ihre Geister zu bekämpfen. Er hatte das, was er wollte, bekommen. Als der Vagabund wieder zu sich kam, war er von Leichen umgeben. Ein schmerzhafter Anblick für ihn, denn einige dieser Menschen sind gute Freunde geworden. Eine Zeit lang später eröffnete der Vagabund eine Bar. Seine Besucher waren hauptsächlich Hüter, denn diese Bar war auf einem eisigen Berg, den Fellwintergipfel. Nicht ganz auf den Gipfel, aber trotzdem so weit oben, dass normale Besucher ohne Licht es kaum hierher schafften. Natürlich bediente er jeden, der mit Klima zahlen konnte. Der Fellwintergipfel wurde von den Eisernen Lords beansprucht. Es war ihr Territorium. Trotzdem hat der Vagabund nie um Erlaubnis gebeten, diese Bar hier eröffnen zu dürfen. An diesem einen speziellen Abend kam es aber dazu, dass hauptsächlich normale Besucher ohne einen Geist vorbeikamen. Das hatte einen Grund, denn in der ganzen Umgebung kursierten Gerüchte um Kriegsherren, die im Tal ganze Dörfer auslöschten. Die Menschen hofften in der Bar eiserne Lords vorzufinden, die sie im schlimmsten Fall beschützen können. Niemand rechnete damit, dass diese Kriegsherren hier in der Bar auftauchen. Doch plötzlich schritten drei gepanzerte, imposante Männer durch die Tür. Ihr Anführer knurrte den Vagabunden an und verlangte das ganze Essen, das er hier hat. Doch der Vagabund blieb locker und meinte nur, dass das sehr viel Glimmer kosten wird. Daraufhin rastete der Anführer aus und schrie ihn an. Die ganzen Menschen hier erstummten. Auf einmal unterbricht eine Frauenstimme den schreienden Kriegsherrn. Hey, Zitan! Leg dich mit jemandem in deiner Größe an. Lady Aphrodite, eine Hüterin, die nur halb so groß war wie der Anführer der Kriegsherren mit dem Namen Zitan, stand vor der Eingangstür und ihr könnt euch denken, was dann passierte. Mit ihrem Solarmesser und drei Bewegungen war es nur noch sie, die auf ihren Füßen stand. Die drei Kriegsherren lagen am Boden. Als ihre Geister sie wieder zurückholen wollten, stoppte Aphrodite sie und drohte sie zu vernichten, sollten sie es nur versuchen. Lady Aphrodite war und ist eine der bekanntesten und mächtigsten eisernen Lords. Die drei Geister kannten sie und wollten kein Risiko eingehen. Sie verschwanden. Der Vagabund fragte daraufhin, wieso Fellwinter nicht gekommen ist. Er hatte sie gebeten, ihn mitzubringen. Aber jeder wusste, dass Fellwinter die Spitze des Fellwintergipfels nie verlässt, außer er hat eine Mission zu erledigen. Die Personen in der Bar waren alle immer noch schockiert. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Deshalb spielte der Geist von Aphrodite lockere Musik ab, um die Stille im Raum zu umgehen. Und das wiederum brachte den Vagabunden in Partystimmung. Er versuchte bei Lady Aphrodite Punkte zu sammeln. In der Lore, die man lesen kann, scheint es so, als ob sie ihm wirklich gefällt. Er streckte seine Hand aus und fragte Aphrodite, ob sie mit ihm tanzen wollte. Sie ließ ihn aber abblitzen, nahm die Leichen der Kriegsherren und verschwand. Am selben Abend noch legte der Vagabund einen dicken Mantel an und spazierte bis zum Gipfel des Berges. Dort traf er auf Fellwinter höchstpersönlich. Seine erste Frage an ihn war, ob er einen Hüter für ihn töten würde. Fellwinter war der Erste, der sofort bemerkte, dass der Vagabund einen Geist besitzt und genauso ein Hüter ist.
Doch trotzdem sagt er ihnen, dass er den Weg umsonst auf sich genommen hat und dass er das nicht machen wird. Daraufhin erzählte ihnen der Vagabund von Eden, dem kleinen Dorf, in dem er gelebt hat, und sein Geist spielte Audiodateien von Lord Riden ab. Lord Riden war ja der Anführer der eisernen Lordsgruppe, die die Stadt Eden als Lockmittel eingesetzt hatte. Und wie früher im Video schon erwähnt, verstößt das gegen das eiserne Gesetz, an die sich die eisernen Lords halten. Menschen darf man nicht in Gefahr bringen. Die Lords sind dafür da, sie in Sicherheit zu bringen und nicht um ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Damit verabschiedete sich der Vagabund und ging fort. Er hatte die Hoffnung aufgegeben, von Fellwinter Hilfe zu erhalten. Doch als er weg war, befahl Fellwinter seinen Geist, seine Waffen herzurichten und nach diesen Lordreden zu suchen. Fellwinter kämpfte immer für Gerechtigkeit und wir wissen ja, dass er der Sohn von Rasputin ist. Falls ihr mein Video zu Rasputin und Fellwinter verpasst habt, findet ihr es unten in den Kommentaren und in der Videobeschreibung. Diese ganze Geschichte hier erklärt schon einmal ganz gut, wieso der Vagabund das Licht nicht mag. Es hat der Welt nur Leid gebracht. Auch wenn wir heutzutage im Turm viele Hüter sehen, die mit dem Licht gesegnet sind, heißt das nicht gleich, dass jeder Hüter auch gut sein muss. Nein, ganz im Gegenteil. Zu viele nutzen das Licht, um Böses zu tun. Und der Vagabund hat das selbst miterlebt. Das ist auch bestimmt einer der Gründe, wieso er niemanden so richtig vertraut und hauptsächlich alleine unterwegs ist und seine Dinge alleine durchzieht. Andererseits kann man somit auch die Skepsis von Rasputin den Hütern gegenüber erklären und auch wieso er den eisernen Lords nicht vertraute und sie sogar mit Siva bekämpft hat. Klar, das passierte schon vor langer Zeit, lange bevor wir überhaupt zu einem Hüter geworden sind. Seit diesem Zeitpunkt hat sich vieles verändert und Rasputin scheint uns nun zu vertrauen. Aber um schon mal das zweite Video anzuteasern, das nächste Woche online kommt, also am Mittwoch, die ganzen Ereignisse, die ihr hier gehört habt, bewegten den Vagabunden dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, das Licht zu bekämpfen. Man kann sagen, er suchte eine Waffe, die im Kampf Licht gegen Licht effektiv ist. Auch noch ein weiterer interessanter Punkt, den ich im Video komplett ausgelassen habe. Der Vagabund hat sich selbst nie einen Namen gegeben. Im Dorf Eden gaben ihm die Bewohner den Namen Jermaine. In seiner Bar wurde er immer Wu Ming genannt. Damit ist nun auch erklärt, wieso er von vielen immer der Mann ohne Namen genannt wird. Und ein Mann ohne Namen heißt auch der Lord Depp im Spiel, in dem diese Geschichte zu finden ist. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Wenn ihr Lust auf Cyberpunk-Videos habt und natürlich auch auf weitere Destiny-Videos, abonniert gerne meinen Kanal. Und falls euch dieses Video gefallen hat, seid so nett und unterstützt mich mit einer Bewertung und einem Kommentar unter diesem Video. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr denkt, dass die Story um den Vagabunden weitergehen wird. Wir haben ja gesehen, der Vagabund, Eris und die fremde Exo gehen nach Europa. Spoiler, großes Video. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.